Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Six Feet Underbox. Alle weiteren Informationen zu dieser Serie und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zur Serie und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Six Feet Under, das Ganze erstmals 2001 ausgestrahlt. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Serie. Jawohl, so sieht das aus. Wir haben hier die komplette Serie von Six Feet Under in einer Box. Wir lesen hier schon Six Feet Under, The Complete Series 2001 bis 2005. Da ist die gelaufen. Die Box ist so ein großer Würfel mehr oder weniger. Hier oben haben wir eine Art Grasfläche mit einer Hinweistafel, Six Feet Under, The Complete Series 2001 bis 2005, lesen wir auch wieder. Und passend zu der Serie, beziehungsweise zum Titel der Serie, geht es hier dann ins Erdreich. Also 6 Fuß unter die Erde. Hier alles im Erdreich, auf beiden Seiten. Auf der Rückseite haben wir dann hier so eine Info zu dieser Serie. 5 Staffeln haben wir hier, 63 Folgen auf 24 Discs verteilt. Und wir haben hier entsprechende Bonusinhalte. Also wir haben hier 2 Soundtrack-CDs, Behind the Scenes, 25 Audio-Commentaries, gelöschte Szenen und. Gut, die technischen Infos, Barcode etc. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Was etwas schade ist an der Box, ist, dass dieser Deckel hier, der eine sehr schöne Idee ist, recht schnell Abnutzungserscheinungen hat, also hier oben dann entsprechend aufreißt. Ja, aber ansonsten sehr gelungen von der Optik meiner Meinung nach. Und hier haben wir dann die gesamten Staffeln mit drin. Also wir haben 5 Staffeln plus eben diese Bonusinhalte. Hier nochmal ein Familienfoto bzw. ein Foto der Hauptdarsteller. Und dann schauen wir mal rein. Also als erstes hier in der Mitte, das lässt sich hier gut nehmen, weil hier ist so eine Aussparung im Rahmen. So, Staffeln 2 und 1, Staffeln 4 und 5 und der Bonus. Gut, die Box ist leer von innen in schwarz. Packen wir mal zur Seite und dann starten wir wie immer mit der Serie an sich, in diesem Fall natürlich mit Staffel 1. Der Rest dabei zur Seite. Und dann schauen wir uns das mal an. Also, das ist das Cover der ersten Staffel. Hier wird scheinbar gerade eine Tote noch etwas aufgehübscht und geschminkt. Also Lippenstift wird hier aufgetragen auf das tote Gesicht. Six Feet Under, The Complete First Season. Und auf der Rückseite haben wir auch wieder Infos zu dieser Serie bzw. zu dieser Staffel, was sich hier so eignet. Inhalte, okay. Gut, schauen wir mal rein. Hier haben wir einmal in der Übersicht die einzelnen Discs angeführt. Also welche Folge auf welcher Disc zu finden ist. Plus hier unten auch noch die Bonus-Features. Und dann kann man das hier wunderbar aufklappen. Hier gibt es nochmal so Pressekommentare zu dieser Staffel, zu dieser Serie. Und hier geht's dann los. Eine Collage aus Bildern und hier dann die einzelnen DVDs der Reihe nach. Also 4 DVDs. Als nächstes haben wir Staffel 2. Das ist diese hier. Ein einsamer Baum hier auf der Wiese. The Complete Second Season. Und auf der Rückseite auch wieder hier Infos zur Staffel und was sich darin befindet. So, dann hier wieder die Infos, was die einzelnen Discs beinhalten, also welche Folge auf welcher Disc ist. Hier ist noch eine 5. Disc plus natürlich die Bonus-Features. Und dann haben wir hier auch wieder natürlich die DVDs einmal der Reihe nach. So sieht das aus, 5 Discs. So, als nächstes kommen wir zu Staffel 3. Was haben wir hier? Ein schwarz düsteres Bild, aber hier unten jede Menge bunter Blumen. Complete Third Season, also die 3. Staffel ist das jetzt.
13 Episoden auf 5 Discs. Auch hier natürlich wieder Bonus-Features mit dabei. So, die Übersicht. Dann auch hier wieder die fünfte Disc. Und so sieht das dann aus. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann haben wir Staffel 4. Hier haben wir die Hauptdarsteller in der Luft. The Complete Fourth Season. So, auch hier wieder die Infos. Dann natürlich die Übersicht über die einzelnen Discs. Disc Nummer 5 nicht zu vergessen, plus Bonus. Und die sind dann hier komplett in diesem Luft- bzw. ja, blauer Himmel mit weißen Wolken-Design. Also sehr fröhlich hier, die vierte Staffel designt. Und dann kommen wir zur letzten Staffel. Das ist in diesem Fall die hier, die Nummer 5, 2001 bis 2005 lesen wir hier. Fifth Season. Und die ist hier etwas anders gestaltet. Also keine Collage oder so, sondern hier wirklich nur ein großes Bild. Und hier steht auch nichts über die Inhalte, sondern nur über die Beteiligten. So, dann wieder die Übersicht der Discs. Nummer 5 kommt hier. Und dann natürlich wieder von links nach rechts 1, 2, 3, 4, 5 alle angeordnet. So, das war's zu den 5 Staffeln der Serie. Und als Bonus haben wir dann noch hier so ein kleines Etui mit dabei. Six Feet Under in Memoriam. So sieht das aus. Und hier haben wir entsprechende Bonusinhalte. Also wir haben hier so ein Heftchen, das uns den kompletten Stammbaum nochmal verdeutlicht, der einzelnen Familienmitglieder. So, hier geht's dann los. Hier werden auch nochmal einzelne kurz in einem Steckbrief so beschrieben. Also hauptsächlich natürlich Familie Fischer, um die es hier geht. So, dann hier die jüngere Generation. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs lesen. Es ist vom Material her recht komisch. Also das Papier hat so eine ganz eigenartige Struktur, so grob. Und deswegen spiegelt das hier immer etwas oder ist etwas schwer zu sehen. So, die nächsten Inhalte, die nächsten Steckbriefe. Und dann fehlen nur noch ein, zwei. So, ich glaube, er ist der Letzte. Genau. Nochmal eine Collage aus Bildern. Und was haben wir hier noch? Auf der letzten Seite die Familie oder die Hauptdarsteller beim Essen. Ja, so viel dazu. Was haben wir noch mit dabei? Das kann man hier so aufklappen. Dann haben wir hier zwei Booklets zu den beiden Soundtracks. Und die befinden sich dann hier. Die habe ich jetzt leider nicht mehr dabei. Muss ich noch suchen. Aber die haben wir hier aufgeführt, die Tracklist. Also auf der ersten CD 12 Nummern, 12 Tracks. Und auf der zweiten dann nochmal 16 Stück. Also insgesamt 28 Tracks hier bei dem Soundtrack dabei. Beide CDs haben auch ein Booklet hier. Das ist das erste. Blättern wir auch mal kurz durch, damit ihr das gesehen habt. Also jede Menge Credits natürlich zu den einzelnen Tracks, aber auch so kurze Zitate oder Anekdoten einzelner Personen der Serie. So, und natürlich die Nummer 2. Ich glaube, hier ist nicht allzu viel Text, hier haben wir hauptsächlich Bilder. Genau, hier der Leichenwagen. Dann hier die Credits zu den einzelnen Tracks, aber ansonsten sehr fotolastig, diese zweite CD, dieses zweite Booklet. So, und die Credits, so sieht das aus, wunderbar. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal hier dieses Bonus
Teil, also dieses Bonus-Digipack hier, Six Feet Under in Memoriam. Dann haben wir die einzelnen Staffeln. Wie gesagt, 5 Stück an der Zahl. Nummer 5, Nummer 4, Nummer 3, 2 und 1. So, also so sehen die alle gesammelt aus. Insgesamt 5 Staffeln mit 63 Folgen und eben jede Menge Bonusmaterial. Jawohl, das alles. Das alles in dieser wunderbaren Box Six Feet Under The Complete Series. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Serie bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Serie feiert, falls ihr Six Feet Under unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.